Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Tutorial über Placeborn. Ich mache dieses Tutorial nur deswegen, weil ich am Tag mindestens 5 bis 10 Fragen darüber bekomme. Viele kennen mich vielleicht, ich bin Hermann, X-Red Tiger, und sage euch jetzt schon, ich bin Sachse und rede nun mal auch so. Also nicht wundern. So, da wollen wir nun mal anfangen. Da fangen wir mal ganz von vorne an. Als erstes braucht ihr eine E-Mail-Adresse. Ich persönlich mache die immer bei web.de. Es ist einfach, unkompliziert und sicher. Ihr könnt natürlich auch eine 10-Minuten-E-Mail machen, aber das ist für späterhin dann ziemlich unpraktisch, damit ihr Tickets senden müsst. Und die gilt nur für 10 Minuten und das Ticket dauert immer länger als 10 Minuten, um das zu bearbeiten von denen. Mindestens 15 Minuten. Ihr habt dann natürlich ein Riesenproblem, denn die können keine Antwort schicken zu einer E-Mail-Adresse und euch verfallen die Punkte einfach. Wenn ihr natürlich eine E-Mail-Adresse macht, benutzt bitte reelle Daten. Beispielsweise für meinen Probe-Account vor uns, den ich gemacht habe für euch, da habe ich, wie habe ich mich genannt, Margot Hase. Den Namen könnte es geben, gibt's nicht, keine Ahnung, einfach mal so ausgedacht, mit einem reellen Geburtsdatum und macht eine reelle E-Mail-Adresse. Es hilft euch dann. Keine Angst. So, da gehen wir nochmal zu Placeborn, wenn ihr die E-Mail-Adresse erledigt habt. Bei Placeborn ganz einfach, Login-Register oben rechts. Wichtig, rechts drauf nicht normal registrieren, sondern rechts drauf, 100 Punkte, die werden euch nochmal gratis geschenkt am Anfang. Hier gebt ihr die E-Mail-Adresse ein, die ihr gerade gemacht habt, euer Passwort, Passwort wiederholen, Häkchen dran, mindestens 14 Jahre alt, was ich hoffen will, dass ihr seid, und Register. Da kommt die Bestätigung und seid direkt eingeloggt danach und oben muss 100 Startpunkte stehen. Da habt ihr schon mal 100 Startpunkte. Gratuliere euch. Am besten, ihr geht dann gleich auf web.de zurück. Denn ihr bekommt eine Bestätigungs-E-Mail, die ihr bestätigen müsst, um etwas zu kaufen. Wenn ihr die nicht bestätigt, könnt ihr nichts kaufen. Also macht es lieber gleich am Anfang. Sonst wundert ihr euch bloß immer, warum kann ich mir nichts kaufen? Dann kommen wieder sinnlose Fragen. Gleich hin, web.de, auf die E-Mail warten, bestätigt die gleich. Ich habe schon mal weiter für euch gemacht. Bin jetzt eingeloggt, habe sogar schon ein paar Startpunkte für euch gemacht. Wie komme ich dorthin zu den Startpunkten? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf G1 Credits oder Warrock, irgendeins von beiden. Ich gehe mal einfach auf G1 Credits. 400 Credits oder sonst sowas, was ihr haben möchtet. Natürlich 400 immer, das ist besser. 800 wird komplizierter dann zu kriegen. Und 1200 und 1600 ist natürlich eine Hürde. Da muss man gut sein. Wir fangen klein an mit 400 Credits. Etu, man erscheint ja hier im Einkaufskorb. Unten drunter draufklicken auf den Button und ihr werdet erstmal weitergeleitet. Jetzt möchtet ihr natürlich Geld haben. $5 kostet das. Das passiert bei Buy. Hier kann man bezahlen. Oder ihr geht einfach auf Earn. Was wir natürlich machen. Erscheint so ein schönes Feld für euch. Am Anfang erstmal kostenlos auswählen. Wichtig. Dann erscheinen die ganzen kostenlosen Dinger, die man machen könnte. Überall, wo Free davor steht, in Gelb. Und ganz hinten die Punkte dran. Zum Beispiel das IP-SOS, klappt zu 100%. Gebt wieder am besten dieselben reellen Daten ein, wie bei web.de. So mache ich das immer und krieg die Punkte. Gebt einfach reelle Daten ein, wie eine Person sein könnte. Um zu gucken, was ihr schon gemacht habt, was ihr bekommen habt, Angebotsstatus. Ich habe zum Beispiel vor uns für euch Meinungswelt gemacht, Mitglied, mein Serenor Panel, Travia natürlich und Seafight. Das sind einfach mal so schnell gemacht, in 10 Minuten 363 Punkte plus die 100 Gratispunkte. So. Das ist natürlich erstmal nicht schlecht, da habt ihr schon mal 463 Punkte und 500 braucht ihr, dann habt ihr 400 G1 Credits. Ging das schnell, in 10 Minuten, oder? Natürlich habe ich auch 2-3 gemacht, wo ich nichts bekommen habe. Wie ändere ich da was? Wie bekomme ich da was? Das ist eigentlich ganz einfach. Beispielsweise jetzt, das war ein Umfragenteil.
mit 138 Punkten. Die könnte ich ja gut gebrauchen. Das ist eigentlich kein Problem, die zu bekommen. Ihr geht einfach rechts auf diese Schrift, wo man draufklicken kann. Ganz unten rechts wieder, um auf die nächste Seite zu gelangen. Und jetzt seid ihr im Ticketsender. Jetzt geht ihr ganz einfach. Ihr müsst da englische Texte schreiben. Um das schnell und unkompliziert zu machen, geht auf den Google-Übersetzer. Sie wissen bloß, dass sie die Wörter entziffern können und was daraus lesen können. Ich habe natürlich ein paar Texte vorbereitet. Dieses für Spiele, der Text. Und dies für Umfragen. Kopiert den. Ganz einfacher Text. Guten Tag. Ich habe mich gerade auf der Seite angemeldet und an den Umfragen teilgenommen. Dennoch habe ich keine Punkte bekommen. Können Sie mir bitte die Punkte auf meinem Playsborn-Account gutschreiben? Ich danke Ihnen. E-Mail. Kopiert diesen Text. Fügt ihn ein in den Google-Übersetzer. Übersetzen. Schwuppdiwupp habt ihr in Grammatisch 4 Deutsch. Kopiert diesen Text wieder. Geht auf euer Playsborn. Ticketsender. Fügt diese E-Mail ein. Das E-Mail ein. Unterhalb E-Mail tut ihr einfach die Bestätigungs-E-Mail, die ihr von ihr immer auf eure E-Mail bekommen habt. Komplette E-Mail kopieren, einfügen. Eure E-Mail-Adresse mit rein, die ihr immer benutzt habt bisher. Den Sicherheitscode eingeben und dann auf Absenden. Dann wartet ihr 15 bis 30 Minuten und dann bekommt ihr eine Antwort. Wenn ihr das gemacht habt, so wie ich das gesagt habe, bekommt ihr auch die Punkte. Lasst euch einfach einen ordentlichen Text einfallen. Nicht frech werden, freundlich. Sagt, ihr habt das und das gemacht, genauso wie es drin steht, und schwuppdiwupp, ihr bekommt erstmal die Punkte.